Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer MG960 und heute zeige ich euch das unsichtbare Labyrinth. Und ja, es ist unsichtbar. Und es hat nur unsichtbare Wände, also ja. Es ist unsichtbar, aber nicht der Boden sondern und nicht die Decke, sondern nur die Wände. Das Ganze fungiert mit Zäunen. Ich laufe hier, hier diese Wallblöcke sind der Weg. Und die Wände werden mit diesen Zäunen dargestellt, denn wenn ich hier mal Zäune auf den Boden platziere und hier drumherum einen Rahmen baue, so, kann ich da nicht durchlaufen. Ich kann nicht durchlaufen. Gar nicht. Geht nicht. Weil die Zäune einfach von der Hitbox, also die Hitbox ist das, wo man nicht durchlaufen kann, einfach einen halben Block größer sind. Und selbst wenn ich hier oben einen halben Block drauflegen würde, könnte ich da auch nicht mehr durchlaufen. Heißt, unsichtbar. Alles unsichtbar. Hier fehlt noch ein Schönheitsfehler. So, ja. So. Ja, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt. Man baut es so auf. Ja, habe ich gerade eben unten ja auch schon gezeigt. Ja, hier und rechts und links sind jeweils die Wände. In der Mitte der Weg. Da laufe ich drauf. Dann hole ich mir hier den Teppich. So. Und baue Teppich oben drauf. Dann sieht man das von oben nicht mehr. Gar nicht mehr. Sieht man ja da oben auch. Und in dieser Höhe baue ich dann da überall Blöcke hin. Egal was für welche. Ich würde da oben jetzt halt noch Glowstone hinsetzen. Weil dann kommt Licht auch rein. Jetzt kann ich hier vorwärts. So. Und auch in die andere Seite laufen. Aber was ich nicht kann, ist nach links und nach rechts, wegen diesen Zäunen. Und wie man das erstellt, das zeige ich jetzt in MC Edit. Der MC Edit Filter wird auch in der Beschreibung sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in MC Edit wieder. Ciao. Hallo zurück. Wir befinden uns hier wieder in MC Edit. Ja, das ist dieses eine Programm. Download findet ihr in der Beschreibung, auf jeden Fall. Und das hier ist das Labyrinth. Diese lila Block hier sind ein Future Block. Jo. Nein, das sind die Teppiche und wie man das Ganze hier jetzt erstellt, das zeige ich jetzt. Indem ich hier einfach eine Fläche markiert. Und dann gehen wir auf Nudge und gehen nach oben, weil ich das Ganze lieber in der Luft baue. Und dann gehen wir hier auf, nicht auf Fill, nein, auf Filter. Wartet, so. Auf Filter. Und hier auf Filter brauchen wir dann einen Filter. Ich habe nicht so viele. Aber da brauchen wir dann einen zum Runterladen, den findet ihr in der Beschreibung, namens Maze. Der ist von Zeppelin programmiert worden. Ja, findet ihr in der Beschreibung, also klickt mal drauf, ladet euch die runter, falls ihr MC Edit habt. Ich drücke jetzt hier mal auf Filter und dann sehen wir schon, genau das wollten wir eigentlich ja nicht. Das ist ein ganz normales Labyrinth. So, was machen wir da? Wir markieren das Ganze erneut. So. Oh Gott, die Select und nochmal markieren. Und dann machen wir hier Fill and Replace. Und hier kommt erstmal rein, wie war das? 18 Doppelpunkt 4, genau. Das ist wichtig, dass wir die nehmen, nämlich nicht die normalen Leaves, das sind nämlich andere. Und dann drücken wir hier auf Replace. Und zwar nicht mit der R, sondern mit... Gott. 171, genau. Nee, halt, das war's nicht. Fans, genau. Ein Fans. Nehmen wir den und drücken Replace. Dann besteht das Ganze hier schon mal aus Fences. Jetzt brauchen wir nur noch das ganze Zeug oben drauf. Gut, das könnten wir jetzt auch von Hand bauen. Aber, gut, das hätten wir alles von Hand bauen können. Was wir hier jetzt noch machen, ist nochmal Replace. Da. Und zwar diesmal den 0, also die R, replacen wir mit Wolle. Mit irgendeiner beliebigen Wolle. Und dann drücken wir drauf und dann haben wir schon mal das Labyrinth. Und ich finde, das sieht schon mal recht gut aus. Ja. Und was machen wir jetzt? Genau, wir stellen uns mal hier an die Seite hin. Und drücken dann erstmal Nudge. So. Und das andere.
Und dann drück, und dann füllen wir das Ganze mit, jetzt kommt die 171, dem Future Block. Das ist jetzt der Teppich. Phil. Jetzt könnten wir das Ganze noch schöner machen. So. Genau. Und hier oben irgendwas hinsetzen. Glowstone. Da. Okay. Und dann machen wir hier mal Glowstone hin. Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wenn wir das nämlich von unten mal angucken, so, dann hat das Ding noch keinen Eingang und noch keinen Ausgang. Den müssten wir dann später in Minecraft zueinander bauen. Das habe ich da drüben auch gemacht. Da. Sonst hätte ich das hier nicht hinbekommen, das hier, dass ihr hier rein und raus geht. Ah, das könnt ihr ja selber von Hand machen. Außer ihr wollt unbedingt MC Edit benutzen, dann geht das auch ganz einfach. Dann macht ihr hier, markiert einen solchen, machen erstmal diese Select. Markieren hier erstmal einen Zaun und drücken dann nochmal drauf und dann Replace Fence und den replacen wir mit weißer Wolle. Replace. Und dann müssen wir das Ganze noch nach oben machen. Q und Q. Und da füllen wir das dann mit dem Future Block 171. Okay. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Future Block benutzen, solange ihr die Neben-ID wisst, also 171 Doppelpunkt irgendwas. Ich werde das Ganze jetzt hier nicht speichern. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das ganze Design ist von Xizuma White. Und ja, auch in der Beschreibung verlinkt allerdings. Und ich würde sagen,